Hallo, mein Name ist Klaus-Peter Damitz und ich bin die deutsche Stimme von Tyrion Lannister in Game of Thrones. Hallo, ich bin Patrick Roach. Ich bin die deutsche Stimme von Jon Schnee bei Game of Thrones. Hallo, ich bin Gabrielle Petermann und ich spreche Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Das Besondere an Game of Thrones ist für mich, also ich finde, das ist keine typische Fantasy-Serie. Das könnte auch ein Polit-Thriller sein. Also das Wichtige an der Serie sind, finde ich, nicht die Drachen oder was da hinter der Mauer passiert. Das sind wirklich die Intrigen und die intelligenten Dialoge. Und das könnte auch in der jetzigen Zeit spielen und ich glaube, es wäre genauso interessant. Das Besondere an Game of Thrones für mich ist, ich stehe total auf Fantasy. Als die Serie rausgekommen ist, ich kannte die Bücher nicht, also ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und bei der ersten Staffel, und so ging es wahrscheinlich den meisten, man ist aus diesem Staunen und wow und oh, was geht, gar nicht mehr rausgekommen. Ja, irgendwie einer nach dem anderen stirbt. Ja, man weiß einfach nicht, was als nächstes passiert, weil überlebt der Nächste die nächste Folge und es gibt so viele verschiedene Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind und wer trifft auf wen und was passiert dann und ja, das finde ich total spannend und ich freue mich immer sehr, sehr, sehr auf die Studioarbeit und danach das fertige Produkt zu sehen. Das Besondere an Game of Thrones ist für mich einfach diese irrsinnige Bandbreite an menschlichen Trieben, an Emotionen, an Spannung, die sich da überträgt. Es ist unfassbar, dass man nie weiß, was passiert. Man kann sich nie sicher sein, wer überlebt, wer stirbt. Und es ist einfach unglaublich spannend gemacht, sehr aufwendig. Man sitzt einem Grunde vor jeder Folge und denkt, das ist eigentlich Kino. Das ist kein TV-Format. Das Besondere an Jon Schnee ist für mich die Psychologie, die hinter ihm steckt. Dass wirklich, wie die Rolle angefangen hat, dass er eigentlich nicht wirklich mit sich anzufangen wusste und eigentlich auch dachte, dass er wirklich ein einseitig beschriebenes Blatt ist quasi. Und dann erst an der Mauer gemerkt hat, dass er zu viel mehr fähig ist und wirklich jetzt immer mehr Aufgaben auf ihn hereinprasseln und ihm immer mehr Aufmerksamkeit und auch Verantwortung auferlegt wird. Also die Rolle wächst wirklich quasi mit jeder Folge, finde ich, wächst die in Emotionsbandbreite. Das Besondere an Daenerys Targaryen ist, sie ist die Mutter der Drachen. Ich habe 3 Drachenbabys. Wie cool ist das denn bitte? Mir gefällt besonders an Tyrion sein Humor, sein ungebremstes, ungezügeltes sexuelles Temperament. Ja, dass er einfach einsteigt in Situationen, voll und ganz darin aufgeht. Bei Game of Thrones dürfen wir uns das vorher nicht anschauen. Es ist jedes Mal wirklich eine große Überraschung, was denn jetzt weiter mit Tyrion passiert. Wir kriegen auch nicht die anderen Handlungsstränge mit. Manchmal haben wir die Möglichkeit, die Produkte, also den Film oder die Serie vorab anzugucken. Aber das wird immer schwieriger, da das Material immer kurzfristiger kommt. Und wegen der Raubkopiererei so, oder wegen der Angst, dass es irgendwie vorab im Internet landen könnte. Wir sehen leider als Sprecher heutzutage sehr, sehr wenig von dem Material, bevor wir es bearbeiten. Das ist bei einem Film passiert das oft mal, dass man sich den vorab ansieht. Aber Serien sind wirklich so knapp getimt, dass sich wirklich die Verleihe gar nicht trauen, Material früher rauszugeben, bevor es veröffentlicht wird. Das heißt, wir kommen wirklich ins Studio und sehen das Zeug zum ersten Mal und machen es dann da. Nein, für Jon Schnee gab es kein Probesprechen für mich. Da hatte ich das Glück, dass die Aufnahmeleiter der Meinung waren, dass ich gut passen könnte und dann einfach direkt die Rolle machen durfte. Erstaunlicherweise musste ich für Peter Dinklage kein Casting machen, was mich im Nachhinein sehr wundert. Aber ich glaube, es hat keiner vorher absehen können, was diese Serie für Ausmaße hat, was diese Rolle für Ausmaße hat. Für Emilia Clarke gab es damals kein Probesprechen. Nee, das war klar, dass ich das machen muss.
ich habe die Bücher ja nie gelesen vorab und habe jetzt auch nicht recherchiert, wie diese Serie ablaufen wird oder was passieren wird inhaltlich. Und ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Also ich wusste nicht, wie groß diese Rolle wird und wie wichtig diese Rolle wird und dass ich so lange überlebe letztendlich. Ich wusste vor Beginn der fünften Staffel jetzt zum Beispiel nur so im Ansatz, was passiert, weil ich in der Familie einen absoluten Game of Thrones Fan habe. Ich bin jedes Mal ins Studio gegangen und habe gedacht, ist das jetzt meine letzte Episode oder darf ich weiterleben? Ich wusste, ein paar Sachen wusste ich, wie sie sich entwickeln würden, weil sie sich ja am Anfang noch mehr an die Bücher gehalten haben und ich mich da so ein bisschen auskannte mit den ersten Büchern. Jetzt inzwischen ist es schwieriger, weil sich jetzt auch gerade mit der aktuellen Staffel haben sie sich ziemlich entfernt von den Büchern. Und inzwischen kann man gar nicht mehr genau sagen, wo es mit irgendeiner Rolle hingeht. Wir waren jetzt alle, eigentlich glaube ich seit Anfang des Jahres im Studio, weil wir wirklich die Folgen sehr, sehr knapp bearbeitet haben. Also wir haben die Folgen selber erst ein paar Tage vor der deutschen Ausstrahlung überhaupt zu sehen bekommen, weil das wirklich so Schlag auf Schlag ging jetzt. Das heißt, wir haben immer nur ein oder zwei Folgen auf einmal gemacht. Und dann immer wieder ein, zwei Wochen gewartet und dann wieder ein, zwei Folgen gemacht. Also wirklich ganz, ganz ausstrahlungsnah. Dass in der Serie ja sehr viele Hauptrollen gibt, verteilt sich der Umfang der einzelnen Rollen ja recht gut. Und das war jetzt gar nicht so viel Zeit, die ich mit der Rolle im Studio verbracht habe in der letzten Staffel. Das waren vielleicht 4, 5 Termine, 2 Stunden, sowas. Für die letzte Staffel habe ich im Grunde jede Woche 2 Folgen gesprochen und war für diese 2 Folgen im Schnitt 3 bis 4 Stunden im Studio. Die besondere Herausforderung für die Rolle des Tyrion ist für mich immer der schnelle Wechsel der Emotionen, trotz großer Verzweiflung, trotz großer Wut den Humor zu bewahren, den Peter Dinklage immer wieder der Figur mitgibt. Diese Verletztheit in den Humor mit hineinzunehmen, in die Wut mit hineinzunehmen, dass es nicht nur Wut ist, sondern die Verletzung dahinter auch noch zu spüren ist, das ist eine große Herausforderung. Was mich bei Game of Thrones am meisten herausgefordert hat, war auf jeden Fall diese Fantasiesprachen zu sprechen. Also Daenerys spricht ja Valyrisch und Dothraki, weil die Sprache ja so ungewohnt ist und diese verschiedenen Laute und den Sprachduktus und dann muss man das Ganze ja noch synchron kriegen, möglichst natürlich zu spielen. Das ist schon jedes Mal eine Herausforderung, aber macht auch wahnsinnig Spaß. Scorosso Cevi Brosa. Torgo Nudo. Hesir brosa, jevi, gemeli, trebeletas. Minteri ivanche, i vestiri tascheschi dosso, gao magon. Gatvac, aoe gregugas. Avioscas, lue brose, i vesteledas. Muncha, o teptas, lue brosi, la mili, getolice. Ich glaube, die besondere Herausforderung an Game of Thrones ist die Serie selbst in seinem kompletten Umfang. Weil wirklich jeder Schauspieler toll ist durch die Bank, jeder Dialog ist toll konstruiert. Und deswegen ist es einfach von vorne bis hinten, ist es einfach eine Herausforderung, die Qualität zu halten. Wenn ich weiß, dass heute mal wieder Game of Thrones dran ist, dann freue ich mich einfach nur extrem. Ich würde nicht sagen, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin oder viel aufgeregter bin als bei anderen Projekten, aber ich freue mich immer sehr, weil ich diese Serie einfach so toll finde. Lampenfieber habe ich ganz, ganz oft. Jetzt nicht unbedingt, weil das Projekt jetzt so prestigeträchtig ist, wie es ist, sondern weil man natürlich einen eigenen Anspruch an seine Arbeit hat. Ich spüre bei Game of Thrones jetzt kein Lampenfieber, wenn ich ins Studio komme. Es ist immer eine gewisse Aufregung da. Was bietet mir Peter Dinklage jetzt wieder an, was ich als Synchronsprecher miterleben darf? Ich
ich spreche den Jon Schnee tatsächlich anders, als ich jetzt hier mich mit euch unterhalte. Der ist ja doch sehr gebeutelt, sage ich mal, in der Serie. Alles, was der tut, ist sehr, sehr schwer und sehr belastet und auch allein, dass er da immer in dieser Kälte ist. Also der würde jetzt sich nicht so normal locker mit euch unterhalten. Der würde ein bisschen mehr so, vielleicht ein bisschen, auch immer ein bisschen ruhiger, ein bisschen im Hals hinten drin so, ein bisschen mehr sprechen. Jetzt zum Beispiel gerade im Sommer muss man wirklich, ja, sich Mühe geben, das sowas herzustellen. Also das kann schon oft passieren, dass der Regisseur an einem heißen Sommertag irgendwie sagt, du pass auf, mach den Take nochmal, hör nochmal rein. Der hat ein bisschen mehr Kälteatem jetzt im Hals, den man jetzt im Sommer zum Beispiel selber als Sprecher nicht hätte. Also da muss man schon mit dem Kopf wirklich sich reinfühlen. Man verschmilzt natürlich weitestgehend mit seiner Rolle, so wie man sich das eben erlauben kann, wenn man nur die Stimme von jemandem ist. Ich versuche natürlich schon mitzuleiden, aber jetzt muss man natürlich sagen, dass die Probleme, die Jon Schnee in seinem Leben hat, kann ich natürlich nicht aus meiner Erinnerung, aus meinem Leben aufrufen. Aber man versucht sich natürlich, ja, mit einem gewissen Grad an Empathie reinzufühlen, wie wäre das und wie würde es mir gehen, wenn ich mit solchen Aufgaben konfrontiert wäre. Das heißt, klar, man leidet natürlich schon weitestgehend mit. Bevor es losgeht mit den einzelnen Szenen und da es ja so viele verschiedene Handlungsstränge gibt und man von einer Handlung in die nächste springt, lasse ich mir immer kurz vom Regisseur erklären, was jetzt passiert in der nächsten Szene und versuche dann schon mich so einzufühlen, ob sie jetzt gerade ihrer Rolle als Königin gerecht werden muss oder ob sie mit ihren Drachen spricht oder ob sie gerade in einem verletzlichen Moment mit ihrem Typen im Bett liegt und ich versuche schon mich da reinzufühlen. Und leider auch mal mit, wenn es ihr schlecht geht. Wenn ich Peter Dinklage in dieser Rolle sehe, bin ich sofort bei ihm. Da man ja sehr konzentriert ohne Partner Szene für Szene durchgeht, ist es einfach, man kommt in so einen Sog hinein. Und wenn man einen guten Schauspieler vor sich hat, ist man in diesem Sog und ist bei ihm. Und da ist ein unsichtbares Band, was uns verbindet von Bildschirm zu mir. Eine der Szenen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war, als Daenerys am Ende der ersten Staffel ins Feuer geht mit den Dracheneiern und niemand so recht weiß, was passiert. Und dann am nächsten Tag, das Feuer war vorbei, sitzt sie nackt dort und die drei kleinen Drachen sind geschlüpft und krabbeln ihr so über den Rücken und gucken in die Kamera und dann bam, ist die Staffel zu Ende. Ich habe besonders mitgelitten mit Tyrion bei der Verhandlung, wo er angeklagt ist, den König Joffrey umgebracht zu haben, was er nicht getan hat, aber keiner glaubt ihm. Da hat er einfach eine solche Bandbreite in seiner feurigen Verteidigungsrede gehabt. Das fand ich grandios. Ich darf natürlich nicht zu viel verraten über die Serie, weil das ja aktuell alles läuft. Jetzt spitzt sich natürlich die ganze Sache im Norden sowohl als im Süden auch zu und im Norden mit der großen Gefahr, die da anrollt. Es gibt jetzt eben ein paar Maßnahmen, die eben Jon Schnee für sich und für seine Leute ergreifen muss und versucht da jetzt natürlich verschiedenste Leute zu rekrutieren und so weiter. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ich bin der deutsche Jon Snow. Ich bin die deutsche Daenerys Targaryen. Ich bin der deutsche Tyrion Lannister. Danke, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und noch weiterhin viel Spaß bei Game of Thrones.